Ja, wenn ich viel rede, habe ich das Problem. Schatzi, Schatzi. Ich muss kurz Pause machen. Entschuldigung. Danke. Sehr war gut. Komm mal einen rein. Wir hier nicht alle einfrieren. Ein heißes Kaffeegetränk vergessen. Also ich lese jetzt auch nur noch die Rede vor und ich denke, da langt das heute, ne, weil es regnet und es ist natürlich jetzt echt blöd. Ja, das sage ich jetzt nicht durchs Mikro, weil aber ich finde es lustig. Okay. Also, gut. Was bis kurzem noch so wichtig war für die Entwicklung eines kleinen Kindes, war, muss jetzt, warte einen Moment, was bis vor kurzem noch so wichtig für die Entwicklung eines kleinen Kindes war, muss jetzt zum Wohle bzw. zur gesundheitlichen Welt gegen Corona beitragen. Dabei sind selbstverständlich keine anderen Krankheiten wie Krebs, Schlaganfälle und Diabetes gemeint. Nein, denn diese Krankheiten zählen zurzeit nicht. Nur Corona-Kranke bringen Geld. Oder Corona-Tote, so schlimm es sich anhört. Kindergärten sind geschlossen, werden sie voraussichtlich auch noch bis zum 31.08. bleiben. In die Notgruppen dürfen nun auch Kinder, wo die Eltern keine andere Möglichkeit haben. Sprich, es ist kein Homeoffice möglich. Beide Elternteile arbeiten. Und weshalb man ja auch normalerweise seine Kinder schon in die Krippe geben muss. Weil nämlich die Eltern aus finanziellen Gründen leider arbeiten müssen. Oder auch unbedingt wollen. Kein Problem. Hat man seine Kinder halt rund um die Uhr bei sich. Eigentlich eine schöne Sache. Denn man wollte ja auch unbedingt Kinder.
Warum also nicht die Zeit genießen und einfach mal die 7 Wochen wie Urlaub mit den Kindern verbringen? Wäre auch kein Problem für die meisten. Davon gehe ich jedenfalls aus. Doch es fängt ja schon an beim Einkaufen mit Kind. Das hat sich drastisch geändert. Die erste Zeit wurde ich tatsächlich gefragt, in Zeiten ohne Mundschutz, haben Sie keinen, der für Ihren Sohn aufpasst? Was für eine Frechheit. Was haben Kinder plötzlich in der Welt verloren? Die werden angeguckt, als hätten nur sie die unglaubliche schlimme Krankheit Corona. Vorher wurde er ständig von Kunden angequatscht, besonders von Älteren. Die haben auch Abstand gehalten. Nicht aus Angst, sich anzustecken, nein, aus Respekt, dass man zu viel Nähe vielleicht nicht gut findet. Und jetzt wird sogar die Kasse gewechselt, wenn jemand mit Kind ansteht. Das Problem mit dem Einkaufen ist ja nicht das Einzige. Was will man denn groß machen? Viele verstecken sich mit ihren Kindern im Wald, ungestört Zeit miteinander zu verbringen. Die Kinder toben lassen, ohne das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden, etwas falsch zu machen oder gar angeschwärzt zu werden. Jetzt machen Ende Mai die Tier- und Freizeitparks voraussichtlich wieder auf. Zoo Hannover hat auf seiner Homepage einen Vermerk, Eintritt nur mit Zutrittsberechtigung. Die Zutrittsberechtigung ist kostenlos. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht zu viele Besucher an einem Tag vor Ort sind. Hört sich vermutlich schlimmer an, als es ist, aber spontan hört sich auch anders an. Zumal die Zutrittsberechtigung auf maximal 5 Personen begrenzt ist. Das heißt, eine größere Familie darf nicht rein. Sehr familienfreundlich in Deutschland, wie immer. Aber was machen denn die Eltern im Homeoffice? Wie soll man 5 bis 6 Stunden Homeoffice mit Kindergartenkindern schaffen? Das interessiert nicht und wird auch nicht thematisiert. In der Regel kann man wohl auf ein Leistungsverweigerungsrecht bestehen. Paragraf 275 Absatz 3 BGB. In diesen Fällen wird der Arbeitnehmer von der Pflicht der Leistungserbringung frei. Es ist nicht zwingend erforderlich, Urlaub zu nehmen, heißt es auf der Seite Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Im nächsten Absatz heißt es weiter, dass nur unter engen Voraussetzungen ein Anspruch auf Vorzahlung des Arbeitsentgeltes bestehen kann. Ein solcher Entgeltanspruch kann sich aus Paragraf 616 BGB für eine Verhältnismäßigkeit nicht erhebliche Zeit ergeben. Zudem kann der Anspruch aus Paragraf 616 BGB durch arbeits- oder tarifvertragliche Vereinbarungen eingeschränkt oder sogar vollständig ausgeschlossen sein. Die Schulbildung in Deutschland, laut der PISA-Studie, Stand 3.12.2019, ist schon nicht die glanzvollste, um nicht zu sagen, wir in Deutschland liegen mit allen Fächern nicht einmal in den Top 10. Beim Lesen liegt Deutschland von insgesamt 79 teilnehmenden Ländern auf dem Platz 20. Naturwissenschaften sind wir schon besser. Was, und damit möchte ich keinen angreifen, unsere beratenden Experten bei der Führungsspitze erklärt. Auf Platz 15. Mathematik. Was glaubt ihr, welchen Platz Deutschland da belegt hat, laut PISA-Studie? Na? Genau wieder nicht unter den Top 10, nur Platz 20. Schulbildung wurde wohl noch nie großgeschrieben in Deutschland. Viele Kinder scheinen von den Lehrkräften Unterrichtsstoff schon vor den Osterferien und während, aber vor allem danach für zu Hause bekommen zu haben. Das ist super toll. Meine Tochter hat das nicht. Als es dann hieß, die Schule geht voraussichtlich ab dem 18.05. wieder los, haben sich die Lehrer beinahe überschlagen, denn es müssen ja noch Noten verteilt werden. Ich möchte gar nicht alle Lehrkräfte über einen Kamm scheren. Und schließlich war scheinbar auch noch nie so ein Szenario für so einen Fall vorbereitet worden. Aber auch da sieht man, wie die Schüler allein gelassen wurden. Denn es sind ja nur Kinder, die mal unsere Schulden der Corona-Krise tragen müssen. Fazit, die sozialen Bedürfnisse bleiben auf der Strecke. Die Einsamkeit wird groß geschrieben. Kinder gehören gerade nicht zu den beliebtesten Menschen in unserer Mitte. Wir müssen handeln. Wir wollen unser Grundgesetz zurück. Wir wollen Transparenz. Und vor allem wollen wir die Wahrheit. Das haben wir verdient. Das war jetzt ein Brief von einer Mutter. Und ich kann das auch bestätigen. Also in meinem Familienkreis ist auch eine Mutter mit einem nicht mal 2-jährigen Kind. Und die wuppt das gerade echt. Das ist schwer. Das ist der Hammer. Die kriegt 3 Tage Notbetreuung. Aber was nützen ihr 3 Tage? Den Rest macht sie Minusstunden oder zu Hause. Und das mit einem fast 2-jährigen Kind, das ist teilweise nicht möglich. Und ja, ich denke, wir leiden alle. Und am schlimmsten ist es tatsächlich auch für die Kinder,
Weil wie soll so ein zweijähriges Kind, ich weiß nicht, ihr habt das letzte Woche mitbekommen mit dem kleinen Jungen, wie soll der verstehen, wenn der auf mich zukommt, mir was schenken möchte? Wie soll der verstehen, dass ich Abstand halten muss? Das versteht er gar nicht. Der denkt, ich lehne ihn ab. Ich bin staatlich geprüfte Kinderpflegerin, das ist mein Job. Und ich bin auch psychologische Gesundheitsberaterin, daher weiß ich, dass das das Schlimmste für ein Kind ist. Und die ersten 3 Jahre sind die prägendsten von einem Kind. Wenn die Eltern da versagen, dann ja, ist es zu spät. Und wenn wir versagen, wenn das System versagt, dann werden das Menschen, die andere vielleicht beleidigen, die gewalttätig werden, die, keine Ahnung, also es ist schlimm, also will ich gar nicht dran denken. Und deswegen müssen diese Maßnahmen endlich beendet werden. Und ich freue mich, dass ihr alle wieder da wart. Ich mache heute ein bisschen früher Feierabend, damit ihr nicht klitschnass und krank werdet. Nicht, dass ihr noch auf Corona getestet werdet, wenn ihr mit Erkältung zu Hause liegt. Ne? Ich möchte euch ja gerne nächste Woche wieder dabei haben. Ich würde sagen, dass Wolfgang jetzt nochmal 1, 2 in die Tasten reinhaut. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche um dieselbe Zeit wieder, ja? Vielen Dank. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks that she rules the world. You can see in her eyes no one is a change. She's my girl, my super girl. And she said, it's okay, I got lost on the way. I'm a super girl, super girls don't cry. She said